So, mögen Sie noch? Kurz vor Mittagessen, das ist immer der undankbarste Platz. Ich halte es kurz. Ich könnte ein Fazit jetzt schon ziehen. Ich habe nur 15 Minuten Zeit. Sie werden ein paar Folien sehen, die sind in der Schweiz nicht anders wie in Österreich oder in Deutschland, was wir alles gesehen haben. Es gibt aber einen ganz markanten Unterschied, und der ist so ein bisschen volkswirtschaftlich, politisch motiviert, und den werden Sie ein bisschen raushören heute, hoffe ich. Die Schweiz ist zwar mitten in Europa, aber sie ist nicht Mitglied der EU. Und das stellt uns vor große Herausforderungen im Moment. Ich bin ursprünglich aus Bayern, darf heute die Schweiz vertreten, darf das deswegen auch sagen, ich habe auch einen Schweizer Pass mittlerweile. Der Schweizer, der jammert sehr gern auf hohem Niveau, das werden Sie auch gleich sehen. Ich habe keine Filmpräsentation, ich sage wirklich, mir geht es darum, dass Sie spüren, wo uns der Schuh drückt im Moment oder wo wir langlaufen im Real Estate. Ein Satz nur zu dieser Firma Mobimo, Sie sehen da drei Hochhäuser, da ist eins von uns, wir sind einer der größten börsenkotierten Immobilieninvestoren in der Schweiz, Portfoliovolumen knapp 3 Milliarden, also im Besitz. Und bei mir sind knapp 2 Milliarden in der Entwicklung, also von eben genauso neuen Quartieren in Zürich. Ich starte mit einer ganz kleinen globalen Analyse, also einfach so als Input, weil der Schweizer, der ist gern so in seinem Land und sieht nicht über den Tellerrand raus. Wo stehen wir eigentlich? Warum wachsen die Städte? Warum steigen die Preise? Warum wird es immer enger? Warum haben wir so einen Stress? Globalisierung nach dem Mauerfall hat die eigentlich begonnen, wo die Ost-West-Systeme sich eigentlich zum Handel entschlossen haben. Und der Run in die Städte, also zur Infrastruktur, zu den Jobs, zu da, wo eben Zukunft ist, hat dann stattgefunden. Diese Grafiken kennen Sie alle. Ich kannte die Folien von der Vorrednerin auch nicht, aber ich habe auch Panama. Das ist Panama in den 50er Jahren. Das ist Panama heute. Also es ist rasant, was momentan passiert auf der ganzen Welt. Zugleich hat diese Verstädterung oder Reurbanisierung andere Merkmale. Das ist ein bisschen lamoyantes Bild, das weiß ich von der Fashion Week in Berlin. Also diese Individualisierung, das heißt die Einpersonenhaushalte, die Menschen, die in die Stadt gehen, aber nicht unbedingt mehr die Familien brauchen und so weiter, das stellt uns vor größere Herausforderungen, als wir denken. Nämlich, wir wollen alle mehr Platz haben, also es hat sich verdoppelt in den letzten 20 Jahren, was wir alle wollen. Wir wollen alle so wohnen, mitten in der Stadt, hinten der Strand und vorne irgendwie die S-Bahn. Das geht aber irgendwie nicht. Also das ist so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Ich glaube, was Sie auch alle wissen ist, wir haben eigentlich den Zins abgeschafft. Und das befeuert uns natürlich, da sind wir sehr froh. In einem kleinen Land wie der Schweiz schafft das politisch mittlerweile sehr, sehr große Probleme. Und da komme ich jetzt drauf mit den Folgen direkt von der Schweiz. Sie sehen an der Kurve, da diese unterste Linie Festhypothek 10 Jahre, also die Hypotheken sind im Boden, genau wie der Leitzins auch. Da ist an der Grafik noch so ein bisschen über 1% die 10-jährige Festhypothek. Ich selber habe gerade einen verhandelt, also privat. Da war das erste Angebot bei 0,9, das erste Angebot. Für 10 Jahre Festhypothek für ein Haus. Das heißt, jeder kauft, wenn er irgendwo was findet, dann kauft er einfach. Das ist so der eine Teil im privaten Markt. Und dann geht das weiter und das ist ein ganz großes Problem momentan. Wir haben den Zins nicht nur abgeschafft, wir haben ihn unter Null gedrückt. Also die Bundesanleihe, da diese blaue ist unter Null und der Libor ist weit unter Null, also schon fast bei -1%. Und das bedeutet natürlich, dass ein unglaublich großer Anlagedruck in diesem kleinen Land herrscht. Also alles, was irgendwo Geld anlegen muss, jede Pensionskasse, jeder Fonds, einfach irgendwie, jedes Family Office, ob es jetzt bis hin zum kantarischen Staatsfonds oder was weiß ich, alle drücken in den Markt und alle gehen, also sehr viele gehen in Real Estate, in den sicheren Schweizer Immobilienhafen. Das ist leider keine ganz aktuelle Grafik, die wäre noch besorgniserregender, weil diese rote Linie wirklich durch die Decke schießt und diese blaue Balken, die sind noch viel höher. Blau ist die Immobilienquote der Pensionskassen in der Schweiz. Die ist markant gestiegen die letzten 10 Jahre, also ist jetzt, wenn man da den Balken, wäre sie ungefähr bei 180.
Und rot ist, ist der Preisanstieg, was diese Pensionskassen für Immobilien auf dem Markt zahlen im Moment. Und da sehen Sie die Preisentwicklung. Das bedeutet nichts anderes, dass unsere Renten, die sind da drin. Was das im Schluss bedeutet, das brauche ich Ihnen nicht erzählen. Also das ist eine Zeitbombe eigentlich. Also man kauft für viel, viel zu viel Geld, mit hohen Abschreibungen wahrscheinlich, baut man Quoten auf in den Pensionskassen, die eigentlich nicht mehr wirklich tragbar sind. Und dann gibt es in der Schweiz, wir sind ja ein basisdemokratisch gesteuertes Volk, da bin ich auch sehr stolz drauf, das ist eine tolle Sache, sehr mündige Bürger. Das ist der Zonenplan von Zürich, also so ein Ausschnitt davon. Und es gab 2014 gab es eine Volksinitiative, die hieß Kulturlandinitiative. Das heißt also, stoppt die Zersiedelung, man will die Landschaft schützen, das ist wirklich ein Thema, stresst die Leute. Und de facto hieß das, also es wird nicht neu eingezont, sondern da, wo jetzt schon Stadt ist, da soll nach innen eigentlich mehr verdichtet werden. Also man hat wie eine Mauer um die Städte herumgezogen und man soll jetzt Innenverdichtung machen. Das klingt alles toll. Politisch ist das, gerade mit all diesen Einsprachemöglichkeiten, die Sie auf jedes Bauvorhaben in der Schweiz haben, ist das der blanke Horror für einen Entwickler. Also das Land wird immer knapper, der Boden wird im Gegensatz nicht. Man hat nicht noch mehr Chance, dass man günstigen Wohnungsbau machen kann, sondern die Bodenpreise knallen eigentlich durch die Decke. Und das ist eigentlich die letzten 10 Jahre passiert. Ich habe insgesamt das Gefühl, was ich jetzt heute so gehört habe, wir sind in der Schweiz immer so ein paar Jahre voraus. Also so, der Boom hat früher eingesetzt, wir hatten noch nie eine Krise, ja gut, UBS musste gerettet werden und so weiter, aber das hat dem Real Estate nicht geschadet. Im Gegenteil, es gab, die Arbeitslosigkeit ist weiter gesunken, Zuwanderung ist noch stärker gestiegen, also das Land ist aus allen Nähten geplatzt. Und das hat politisch wirklich großen Stress bedeutet, wie Sie es wahrscheinlich auch in Medien mitverfolgen, die Abstimmungen, die so gelaufen sind. Hier sehen Sie sehr gut, wo wir 2015 hat sich diese Kurve der Bodenpreise, also das Nominalwachstum, hat sich ein bisschen beruhigt, dadurch, dass die Banken stärker regulieren, vor allem im Wohneigentumsmarkt. Also die Privaten kriegen nicht mehr so schnell die Hypothek, sie müssen sie schneller amortisieren und so weiter. Das bremst ein bisschen. Was aber besorgniserregend ist, dieser große Immobiliencrash der 80er Jahre, diese Quote haben wir längst überschritten. Also die Blasenwarnungen die letzten 5 Jahre, das liest schon keiner mehr, weil irgendwie permanent Blasenwarnung in der Zeitung steht. Und dann gibt es noch eine ganz wichtige Geschichte, das ist die Zuwanderung. Da sehen Sie vor allem an der schwarzen Kurve ist totale, also ein brutaler Anstieg über die letzten 10, 15 Jahre mit bestimmten Peaks und so weiter. Und die nimmt jetzt aber wieder ab. Und warum komme ich gleich drauf? Und also Sie sehen, aus den Euro-Staaten nimmt sie ab, also die Deutschen gehen wieder zurück und so weiter. Und diese gestrichelte Linie kommen eher, ich sage jetzt mal, Süditalien, Spanien, Portugal, Polen und so weiter, die kommen jetzt in die Schweiz. Die sprechen die Sprache aber nicht so gut, sind vielleicht genauso ehrgeizig, haben aber andere Ausbildungen und so weiter. Also die Zuwanderung als Wirtschaftsmotor, warum die Schweiz so eine Erfolgsgeschichte die letzte Dekade eigentlich geschrieben hat, die dreht sich. Und die Schweiz hängt an diesem Tropf der Zuwanderung. Sie haben es ja vielleicht verfolgt, Abstimmung der Masseneinwanderung, da gab es vorletztes Jahr gab es diese Abstimmung, da haben sich alle die Augen gerieben, da hat so das, also eigentlich wie beim Brexit auch, die Städte haben dagegen gestimmt und der Pensionär auf dem Land, der hat dafür gestimmt, also weniger Einwanderung und eben das muss man regulieren. So, jetzt haben wir einen Salat, die Zuwanderung geht zurück und die wir eigentlich, sag's mal, nicht wollten, die kommen jetzt. Das habe ich noch gefunden. Das war das ist wirklich ein Riesenthema im Moment, vor allem auch in Zürich. Übrigens, Zürich hat ich habe vorhin diese Leerstandsquoten gelesen, 4,8 München und so weiter wohnen. Zürich hat eine Leerstandsquote jetzt, die ist massiv gestiegen, also um 200% gestiegen die letzten 3, 4 Jahre, weil eben die Zuwanderung zurückgeht und die ist jetzt bei 0,77. Also Sie können sich vorstellen, was da die letzten Jahre los war. Sie haben keine Wohnung gefunden, Punkt. Also irgendwo, halbe Stunde draußen, 70er Jahre Bau. Schweiz wird den Deutschen noch nachtrauen, das ist ein Riesenthema. Die Deutschen gehen zurück. Was ich da sehr lustig fand, das war so eine Umfrage, also was schätzen Sie in den Deutschen am meisten, humorvoll und so. Also kein Schweizer hat wahrscheinlich direkt oder hartnäckig angekreuzt. Humorvoll weiß ich auch nicht. Also es war wirklich ein Thema die letzten Jahre. Mittlerweile hat sich das wirklich abgeflacht und alle haben uns lieb. Jetzt komme ich zu den aktuellen Herausforderungen. Ich habe noch 3 Minuten, also ich werde die Zeit perfekt einhalten. In den einzelnen Wohnsegmenten.
Im Wohneigentum, ich habe es erwähnt, die Banken regulieren stärker, also sie dämmen eigentlich diese Blase ein, was wir alle gut finden, weil das war wirklich, es hat Zustände angenommen, das war nicht mehr normal. Also genau die Spekulation, die Dubai irgendwie vor 6, 7 Jahren hatte, jemand kauft und verkauft 4 Tage später die Wohnung ab Plan direkt wieder weiter für irgendwie das Doppelte. Also so Übertreibungen gab es im Markt. Das ist das gehobene Segment. Gehobenes Segment heißt in Zürich 25.000 bis 30.000 Franken auf den Quadratmeter. Also das sind wir irgendwie in New York oder sowas. Und wenn Sie Zürich kennen, das ist einfach ein teures Dorf. Oder deswegen, ich finde das wunderschön, da zu wohnen. Es ist hohe Lebensqualität, aber es ist eben nicht New York. Also das geht massiv zurück. Da haben wir keine Wachstümer mehr. Wir selber sind, also dieses Anfangsbild von diesem Hochhaus, das ist so ein Luxuswohnungsding, wo wir eben so 25.000 bis 30.000 Franken auf dem Quadratmeter verlangt haben. Die gingen weg wie warme Semmeln. So Sachen machen wir nicht mehr. Aus dem Segment sind wir komplett draußen. Im mittleren Segment, also das ist Mittelsegment, das ist so, ich weiß doch auch nicht, so zwischen 10.000 und 13.000 Franken auf dem Quadratmeter, also Wohneigentum oder für ein Einfamilienhaus, also eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus, da gibt es eine Landung. Also an guten Lagen geht das immer noch. Das Geld ist da, die Schweiz hat nach wie vor sehr viel Geld, auch die Haushalte. Banken finanzieren es, wie gesagt, nicht mehr so schnell, aber das geht zurück. Es hat so eine Landung vollzogen auf so ein gesundes Mittelmaß, wie es meinetwegen 2007, 2006 war. Also immer noch drüber, aber in die Richtung gehen wir wieder. Und was jetzt aber stark steigt, das ist das einfache Segment. Einfaches Segment heißt zwischen 5.000 und 7.000 Franken auf dem Quadratmeter. Da ist die Nachfrage da. Das können sich die Leute noch leisten und dann kaufen sie es auch. Insgesamt ist die Nachfrage intakt. Wir verlangsamen uns aber, sag's mal so. Bei Mietwohnungen, das haben Sie vorhin gesehen an der Folie mit den Pensionskassen, die müssen ihr Geld anlegen. Das läuft nach wie vor und zwar vor allem auch an peripheren Lagen, also wo man halt überhaupt noch in dieser Mauer um die Stadt, Sie mögen sich erinnern, überhaupt noch Grundstücke findet, die man bebauen kann. Da wird dann Wohnungsbau drauf gemacht, die Pensionskasse oder irgendein Fonds kauft das. Die Wohnungen stehen aber mittlerweile länger leer, der Absatz ist nicht mehr so hoch, das Preisniveau ist runtergekommen. Auch da ist die Nachfrage, gerade von Institutionellen, das ist ähnlich wie in Österreich, ist aber ungebrochen hoch. Also im Moment können sie verkaufen, egal wo sie es entwickeln. Das ist einfach so. Hauptsache wohnen. Und was ich noch geschrieben habe, genau im tiefsten Preissegment, das hängt stark damit zusammen mit der Zuwanderung, die jetzt eben stärker aus südeuropäischen, osteuropäischen Ländern kommt. Das sind andere Jobs, andere Steuerklassen, andere Einkommensklassen. Das sind eher billige Wohnungen dann gefragt. Büro, glaube ich, ist wie überall gute Lage in einem guten Zentrum, Mittelgroßzentrum oder sowas, das geht immer noch. Wir haben allerdings, also gerade in Zürich, Genf, Lausanne haben wir sehr, sehr viele Großprojekte und da ist ein sehr, sehr hoher Wettbewerb. Wir haben hohe Leerstände im Büro in der ganzen Schweiz und das wird sich auch die nächste Zeit, glaube ich, nicht ändern, vor allem weil im Dienstleistungssektor die Arbeitsplätze langsam auch ein bisschen zurückgehen. Also Arbeitslosigkeit steigt, ist aktuell, glaube ich, bei knapp 4% oder sowas in der Schweiz. Retail brauche ich, glaube ich, nicht sagen, das ist wie überall Onlinehandel, das ist komplett im Umbruch, diese Branche, Flächen werden kleiner, nur noch an den guten Orten, ist eher rückläufig. Was aber läuft im Moment noch sehr, sehr gut, ist dieser ganze Food, Near-Food-Bereich. Also das Fazit, wir haben wirklich, also ich bin 2003 in die Schweiz gegangen, das war eigentlich, jetzt die letzten 12, 13 Jahre war das eine Riesenparty. Also sie haben, ist egal, sie haben entwickeln können und verkaufen können und ankaufen können, es war, also ging allen extrem gut. Ich habe geschrieben, eine nicht unerwünschte Beruhigung hält Einzug. Das ist wirklich so. Also wir klagen immer noch auf einem hohen Niveau oder leben auf einem sehr hohen Niveau. Aber man merkt, es tut allen gut, wenn sich das ein bisschen abkühlt. Weil wir waren wirklich immer im Blasenbereich, dieser Bubble-Index von der UBS, da waren wir immer drüber. Und das Fazit ist eigentlich, oder so trotzdem, ich will das Bild nicht zu schlecht malen, deswegen habe ich den Satz noch hingeschrieben, wir sind global gesehen nach Hongkong, glaube ich, auf Platz 2 wettbewerbsfähigste Länder der Welt. Und die Schweiz wächst weiterhin. So. Also das Fazit ist das hier. Vielen Dank.